In der Qualitätssicherung wollen wir uns jetzt auch mit dem Blackbox-Testing auseinandersetzen. Beim Whitebox-Test haben wir explizit in den Quelltext reingeguckt, haben die Struktur angesehen, haben versucht, Teile in der Struktur abzudecken. Beim Blackbox-Test ist es komplett anders, weil wir nur von außen drauf gucken und den Quelltext, selbst wenn wir Zugriff haben, im Blackbox-Testing strategisch ignorieren. Die Motivation für Blackbox-Testing ist natürlich vor allem dadurch gegeben, dass wir nicht immer Zugang zum Quelltext haben. Nicht immer ist er verfügbar. Sagen wir so, ich kaufe Software vielleicht von einem Zulieferer ein oder von einem großen Softwarehersteller und der implementiert das, aber der will vielleicht seinen Quelltext nicht rausgeben. Und das kann durchaus sein, dass der seinen Quelltext dann obfuskiert oder eben so unkenntlich macht, dass man eben den Quelltext selbst nicht mehr sinnvoll nutzen kann, um Fehler abzuleiten oder um Fehlerfälle abzuleiten, Testfälle. Was auch passieren kann, ist, dass wir oder was wir jetzt machen wollen, ist Testfälle ableiten von oder was wir vorhin gemacht haben, ist Testfälle abzuleiten von logischen Testfällen. Und die Werte, die wir dann eingesetzt haben, die waren allerdings ja eher ja, einfach so gewählt. Ja. Ich habe einfach gesagt, na, wir nehmen hier minus 2 und 5 und das passt dann so. Allerdings können wir da vielleicht noch was Besseres machen. Das werden wir jetzt gleich sehen, dass wir da mit bestimmten Werten vielleicht mehr erreichen als mit irgendwelchen Werten. Und wir haben die Spezifikation bisher noch gar nicht berücksichtigt. Ja, ich habe euch ja für das Code-Review, habt ihr auch die JavaDoc-Spezifikation gesehen und bekommen. Aber die haben wir jetzt auch überhaupt nicht genutzt für das Whitebox-Testing, die haben wir komplett ignoriert. Und das Einzige, wofür wir die genutzt haben, war, um die erwarteten Ergebnisse zu wissen. Das heißt, wir haben schon die Spezifikation im Hinterkopf gehabt, wenn wir die erwarteten Ergebnisse bekommen habe, aber ansonsten nicht weiter, um jetzt irgendwie Fälle abzudecken und ähnliches. Insbesondere haben wir bisher auch keine ungültigen Eingaben getestet. Ja, und beim Blackbox-Testing ist es also explizit auch so, dass man, und das kommt sehr auf den Einzelfall an, aber dass man auch ungültige Eingaben ausprobiert, um zu wissen, ob die Fehlerbehandlung stimmt. Ja. Und ja, dann haben wir noch einen anderen Aspekt bei der Motivation und das ist, dass Fehler typischerweise nicht gleichmäßig verteilt sind in der Implementierung, aber auch sozusagen in puncto Wertebereiche. Wir haben nicht genauso viele Fehler wie in Eingabe 0, 1 und wie für eine höhere Zahl, sondern es gibt bestimmte Eingaben, bei denen wir mehr Fehler zu erwarten haben. Das alles ist Motivation für uns für das Blackbox-Testing. Zu Deutsch auch Funktionstests, wo es sozusagen, das kommt eher aus dem im Bereich ist, wir wollen eben die Funktion abdecken, wir wollen die Funktion testen und das machen wir. Das Testfalldesign basiert auf der Spezifikation. Der Begriff Spezifikation ist hier mit Absicht sehr breit. Das kann also der JavaDoc-Kommentar sein, dann ist es die Spezifikation zu einer Methode. Das werden wir uns hier im Detail angucken. Das kann allerdings auch was Größeres sein. Das ist eine Spezifikation für eine Komponente, eine Bibliothek oder ähnliches. Das kann aber auch die Nutzerspezifikation sein, die wir eben für Testfalldesign mitnutzen. Und auch wenn wir vielleicht den Quelltext zur Verfügung haben, wie es jetzt so ist bei unserer Modulo-Funktion, werden wir den ab jetzt komplett ignorieren und die Innerstruktur uns nicht angucken. Das heißt, wir nehmen an, dass die Software einfach nur eine schwarze Kiste ist. Das Einzige, was wir da machen können, ist Eingaben reingeben und gucken, ob das erwartete Ergebnis rauskommt. Und genau das macht man beim Blackbox-Testing. Jetzt gibt es es gibt sehr viele verschiedene Verfahren für das Blackbox-Testing, aber zwei, die wir uns hier angucken wollen. Das eine ist das Äquivalenzklassentesting und das zweite ist die Grenzwertanalyse. Für die Äquivalenzklassen ist die Idee, naja, es gibt ja irgendwie, wir wollen ja nicht redundante Testfälle haben. Und hinter dieser Idee der Redundanz steckt irgendwie, dass es bestimmte Testfälle gibt, die uns alle die gleichen Fehler verraten werden oder viele oder eine hohe Wahrscheinlichkeit haben, uns die gleichen Fehler zu verraten. Und deswegen ist die Idee, dass wir die Eingaben und Ausgaben klassifizieren und Äquivalenzklassen bilden.
Ja, das ist ein Begriff aus der Mathematik. Eine Äquivalenzklasse bedeutet, dass ich sowas mache, was auch der Modulo-Apparator tatsächlich macht, dass ich überlege, es gibt diese verschiedenen Klassen und ich möchte jetzt nur einen Repräsentanten mir davon angucken. Und die unterliegende Annahme ist, dass Testfälle eben aus der gleichen Äquivalenzklasse zu uns zu den gleichen Fehlern führen und dass deswegen ein Testfall hier ausreichend ist oder zumindest eine kleine Auswahl von Testfällen. Das ist eine Annahme. Und diese Äquivalenzklassen, da hat man bestimmte Kriterien, nach denen man die auswählt, aber mit denen kann man auch falsch liegen. Und wenn man mit denen falsch liegt, dann kann es eben auch sein, dass man Fehler übersieht. Aber wir versuchen, diese Äquivalenzklassen möglichst gut zu machen und diese Annahme hat sich in der Praxis eben auch bewährt. Die Grenzwertanalyse ist eine Erweiterung von diesem Äquivalenzklassentesten, wo wir noch Folgendes, noch so ein bisschen Erfahrung mit reinbringen wollen, nämlich viele Fehler in der Softwarewelt existieren durch Off-by-One-Errors. Ja, eine Schleife wird einmal zu viel durchlaufen, bei einer Verzweigung habe ich irgendwie ein kleiner statt einem kleiner gleich. Das heißt, das sind so Fehler, wo man um eins falsch ist. Das heißt, im Prinzip stimmt das Programm schon, aber ja, an diesen Grenzen passieren halt häufiger Fehler. Was wir dafür machen ist, wir nehmen die Äquivalenzklassen, aber stattdessen, dass wir uns bloß einen Wert angucken, einen typischen Wert, gucken wir uns auch noch den kleinsten und den größten möglichen Wert an. In der Praxis gibt es nicht nur viel, viel mehr Techniken, Testfälle auszuwählen beim Blackbox-Testing, sondern man findet auch häufig, oder in der Reinform finden wir Blackbox- und Whitebox-Testing auch häufig nicht. Also Blackbox-Testing schon, weil wenn ich den Quelltext nicht zur Verfügung habe, kann ich nicht für was anderes machen. Allerdings wurde ja der Quelltext trotzdem vom Hersteller des Quelltexts getestet, der hat ja Zugang zum Quelltext. Das heißt, in der Praxis hat man schon irgendwie immer Kombinationen zwischen Whitebox und Blackbox-Testing. Nichtsdestotrotz für euch als Unterscheidung relativ wichtig, weil das ist die grundlegendste Eigenschaft, die man sozusagen fürs Testen mitgeben kann. Jetzt wollen wir uns das am Beispiel angucken. Das heißt, wir nehmen uns jetzt diese Modulo-Methode, die ich implementiert habe, aber wir ignorieren die Methode, die Implementierung komplett, sondern gucken uns nur die Spezifikation an. Und jetzt gucken wir uns die Spezifikation an und werden feststellen, okay, geht es irgendwie um den Modulo-Wert, das ist nicht so wie bei der Java-Version, der soll immer positiv sein und wir können irgendwie noch eine Exception bekommen, wenn wir den Wert 0 reingeben. Ja, und deswegen steht auch beim Divisor nochmal dran, soll nicht gleich 0 sein und für die Ausgabe haben wir noch sozusagen den Wertebereich mit angegeben. Jetzt können wir überlegen, was sind sinnvolle Äquivalenzklassen? Da es explizit bei dieser Methode darum geht, die ja, negative Werte anders zu behandeln von A und B, wäre es also sinnvoll, negative Werte in eine extra Äquivalenzklasse zu packen. Das heißt, wir nehmen das A und wir haben eine Äquivalenzklasse, in der alle negativen Werte für A drin sind. Das heißt A kleiner 0. Und dann nehmen wir eine Äquivalenzklasse, in der alles A größer gleich 0 drin ist. Das gleiche machen wir für B. Und dann haben wir die Ausgabe und bei der Ausgabe ist es so, dass wir eben ja, unterscheiden können. Ich meine, bei einem Modulo ist ein ganz besonderer Fall natürlich irgendwie, wenn der Wert 0 rauskommt. Das heißt, wir können sagen, den Wert 0 nehmen wir und Werte größer als 0, die wir als Ausgabe erwarten. Aber auch die Exception wollen wir mit abfangen. Und das ist was wir grundlegend jetzt anders machen als vorhin beim Whitebox-Testing. Da haben wir uns nicht um ungültige Eingaben gekümmert, sondern hier wollen wir explizit diesen Fall mit abfangen. Gut, was machen wir jetzt mit diesen Äquivalenzklassen? Die sind jetzt ganz nett. Ne? Wir haben irgendwie so Äquivalenzklassen, Werte für A, für B und für die Ausgabe. Naja, wir müssen uns dafür jetzt Testfälle überlegen. Das heißt, wir überlegen, wo machen wir sozusagen ein Kreuz, wo wollen wir, dass die. Ja, soll das der Wert für a jetzt eben kleiner oder größer als 0 sein? Und dafür müssen wir konkrete Werte festlegen. Das heißt, wir wollen konkrete Werte für a und b und das erwartete Ergebnis haben. Das ist unser konkreter Testfall. Ja, das hatten wir auch schon mal im Whitebox-Testing gesehen.
Allerdings ist die Art und Weise jetzt anders, wie wir herangehen. Nämlich, wir überlegen uns jetzt einen Testfall und wir sagen, naja, der soll einen Wert a und b erstmal kleiner als 0 haben und für n den Wert, also für das Ergebnis der Methode, soll es den Wert 0 bekommen. Das heißt, um das zu erreichen, müssen also a und b negativ sein, aber sie müssten, können zum Beispiel auch gleich sein. Ne? Wenn wir sie gleichsetzen, dann bekommen wir auch 0 als erwartete Ausgabe. Hier ist jetzt wichtig, ja, dass wir da von der Spezifikation ableiten, weil die Spezifikation hat uns ja vorher gesagt, für das erwartete Ergebnis, dass wir eben nur Werte zwischen 0 und 2 erwarten können bei der Methode und deswegen ist ja eben 0 das erwartete Ergebnis und nicht eben eine negative Zahl wie bei anderen Modulo-Implementierungen. Gut, dann wollen wir auch die anderen Fälle abdecken. Ja, wir wollen auch mal ein positives a und ein b nehmen. Und hier sehen wir jetzt noch eine Unterscheidung, die ich jetzt eben vorher noch nicht getroffen habe. Naja, irgendwie, wenn wir die Äquivalenzklassen a kleiner gleich 0 und b größer gleich 0 nehmen, dann stellen wir irgendwie fest, naja, so richtig eine Äquivalenzklasse ist das irgendwie noch nicht mit dem b größer gleich 0, weil wenn wir für das b gleich 0 reingeben, dann erwarten wir eine Exception. Während wenn wir für b größer als 0 Werte eingeben, dann ist es in Ordnung. Und wenn wir ein komplett unterschiedliches Ergebnis erwarten, dann ist es sinnvoll, auch die Äquivalenzklassen weiter zu unterteilen. Ja, und deswegen sehen wir jetzt diese zusätzliche Unterteilung und wir wollen jetzt explizit den Fall abfangen, wo b einen Wert größer als 0 hat und nicht größer gleich 0. Auch wieder da konkrete Eingaben, 1, 2 und 1 als erwartetes Ergebnis. Und der letzte Fall, da würden wir jetzt versuchen, die Exception noch abzufangen und den Wert b gleich 0. Das heißt, das ist beides eigentlich klar und für den Wert a können wir jetzt irgendwas frei wählen. Das könnte jetzt kleiner oder größer als 0 sein. Das macht jetzt eigentlich nicht viel Unterschied. Wir würden auch in jedem Falle die Exception erwarten von dieser Methode. Was würde jetzt passieren, wenn wir jetzt sagen, wir machen Blackbox-Testen über Äquivalenzklassentesten? Und nicht über die Grenzwertanalyse, sondern bloß Äquivalenzklassentesten, würden wir die jetzt hernehmen, würden die ausführen und würden feststellen, okay, manche Testfälle laufen sozusagen durch und wir kriegen das richtige Ergebnis raus und manche sind sogenannt erfolgreich, indem sie uns einen neuen Fehler bringen. Weil wir würden jetzt hier für diese konkreten Eingaben, für die Implementierung, würden wir rauskriegen, dass diese Methode irgendwie nie anzuhalten scheint. Und keine Exception wirft. Tatsächlich komme ich auf die Fehler gleich nochmal genauer zu sprechen. Wir gucken uns jetzt erstmal noch die Grenzwertanalyse an. Die Grenzwertanalyse baut auf diesen Testfällen auf. Das heißt, diese Testfälle können wir eins zu eins so lassen und überlegen uns nur noch zusätzliche Testfälle, die die Grenzen der Wertebereiche abtesten. Was bedeutet das? Naja, wir haben jetzt die Variable mit dem Parameter a. Und der Parameter hat zwei Äquivalenzklassen, zwei Wertebereiche und in jedem Wertebereich versuchen wir jetzt noch den kleinsten und größten Wert zu nehmen. Das heißt, wir stellen einen neuen Testfall auf, bei dem wir den minimalen negativen Wert nehmen, den maximalen negativen Wert für b und wir nehmen für m den Wert 0 an als erwartetes Ergebnis. Was würde da jetzt die konkrete Ausgabe? Die ist jetzt allerdings schon vorgeschrieben, was da jetzt passieren muss. Warum? Naja, das Minimum, also der kleinste negative Wert, das ist der minimale Integer. Ja, in Java wäre das Integer getInValue oder min, nee, nicht getInValue, sondern minInt oder sowas heißt das, glaube ich. Sehen wir gleich noch. Und minus 1 wäre der größte negative Wert, ne, den ich jetzt für b einsetze. Und bei diesen zwei Zahlen, wann immer wir 1 oder minus 1 haben als Wert für b, erwarten wir den Wert 0, weil dann, wenn wir durch 1, können wir immer ohne Rest teilen. Dann gucken wir uns für diese negativen Werte von a auch noch das Maximum an und jetzt können wir irgendwie systematisch durchgehen. Ja, wir können jetzt sagen, naja, bei b nehme ich jetzt erstmal noch das Maximum für die positiven Werte, bei m nehmen wir das Maximum von den positiven Werten. So, und auf was wir da jetzt kommen, ist, ja, minus 1 ist der maximale negative Wert,
Max Int ist der maximale positive Wert für B und das maximale Ausgabeergebnis, was wir haben können, ist tatsächlich Max Int minus 1, weil auf Max Int können wir nicht kommen. Ne? Wenn wir die Methode hernehmen, können wir auf diesen Wert nicht kommen, weil der Betrag von dem Rest immer echt kleiner sein muss als der Betrag von B. Gut, und wir sehen, da fehlen noch Fälle. Ja? Wir müssen jetzt noch das Minimum, Maximum für a größer gleich 0 abbilden. Wir müssen noch das Minimum für beide Fälle von b abdecken. Und für m können wir dann gucken, was da oder was als Ergebnis da irgendwie rauskommt. Das muss sich quasi ergeben jetzt daraus. Und wir sehen an der Stelle, ja, irgendwie wir setzen 0 ein, das ist der kleinste positive Wert. Und Maxint, Minint. Und wir setzen Max Int und 1 ein. Jeweils kommen wir auf 0 in den Fällen. Und eine Sache, die wir jetzt bei diesen vier Testfällen noch nicht abdecken konnten, war der minimale Wert für das Ergebnis. Auch das könnte man jetzt versuchen zu provozieren. Ja, das minimale Ergebnis wäre 1, was eben nicht 0 ist, was größer 0 ist und minimal ist. Und das haben wir aber vorne schon abgedeckt, das heißt, die Grenzen haben wir damit schon gesehen. Man könnte jetzt noch überlegen, ob man noch einen Testfall 8 hinzufügt, dann wäre ich hier allerdings nicht mehr zu sehen, bei dem wir noch einen typischen Wert für m mit abdecken, der eben nicht 0, 1 oder max int minus 1 ist. Jetzt können wir das ausführen und wir werden rauskriegen, ja, beim Testfall 3, das haben wir vorhin schon gesagt, da kriegen wir irgendwie ein Timeout, ja, also das terminiert einfach gar nicht. Und das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt beim Testen. Wenn wir das Testen vornehmen, dann müssen wir auch sagen, wann wir so einen Test irgendwann mal abbrechen. Weil wenn wir da eine Endlosschleife produziert haben, dann müssen wir natürlich damit irgendwie umgehen. Wir können jetzt nicht sagen, dann testen wir gar nichts mehr oder wir hören gar nicht auf oder haben gar kein Ergebnis. Also Timeout ist was relativ Typisches im Bereich vom Testen. Gut, ein Timeout kriegen wir auch, wenn wir den minimalen Integer geben. Und wenn wir den Testfall 7 uns angucken, dann haben wir eine 0 erwartet, kriegen aber eine 1 raus. Und was wissen wir jetzt, wenn wir das getestet haben? Naja, wir wissen, dass es drei falsche Ergebnisse gibt. Wir wissen aber noch nicht, was ist der konkrete Fehler, was ist die Ursache davon. Ja, wo hat der Programmierer irgendwie was falsch gemacht, dass wir sozusagen hier nicht erwartete Ergebnisse sehen? Das müssen wir uns im Quelltext angucken. Was wir aber sehen ist, Tests waren sowohl positiv als auch erfolgreich, weil wir haben jetzt Fehler irgendwie aufgedeckt, die wir vorher beim Whitebox-Testen zum Beispiel noch nicht gesehen haben. Jetzt können wir reingucken, in dem Beispiel ist natürlich auch interessant, mal zu gucken, was ist jetzt noch schiefgelaufen, was sind da für Fehler drin. Naja, wir haben eine Endlosschleife, wenn wir den Wert b gleich 0 haben. Und im Java-Doc stand irgendwas dran von, dass eine Exception geworfen wird, aber in dem Code wird gar keine Exception geworfen. Ja, also da steht kein Throw drin und da gibt es auch nichts, keine Division durch 0 oder ähnliches, was irgendwie dazu führt. Und in der Schleife haben wir dann das Problem, dass wir auf die Variable m immer 0 draufrechnen, sei es 0m, plus 0 oder minus 0 ist das gleiche. Wir rechnen 0 drauf und ja, wir kommen da nicht wieder raus aus der Schleife. Das ist tatsächlich ein Fall, der, als ich das so entwickelt habe, der sich einfach ergeben hat. Ich habe einfach den Fall nicht berücksichtigt und habe dann festgestellt, oh, für manche Werte terminiert das gar nicht. Ja, also das ist tatsächlich sozusagen sogar ein realer Fehler. Es ist zwar das Beispiel jetzt ausgedacht, aber insofern kann das real durchaus schnell auftauchen. Gut, Testfall 6 hatte auch eine Endlosschleife. Warum das so ist, ist ein bisschen komplexer. Und zwar liegt das daran, dass wir das b, wenn wir das da reingeben und das mal minus 1 rechnen, dass wir da auf den gleichen Wert kommen. Und das liegt daran, dass in den meisten Programmiersprachen es so ist, dass es bei den negativen Zahlen eine Zahl mehr gibt als bei den positiven. Ja, wenn wir die 0 nicht mitrechnen, dann haben wir aber trotzdem eine gerade Anzahl von Werten. Die müssen wir jetzt irgendwie verteilen auf den positiven und den negativen Bereich. Und wenn wir die 0 jetzt mal wegnehmen,
dann haben wir sozusagen einen Wert mehr, der noch durch ein Bit dargestellt werden kann. Und deswegen ist es so, dass in vielen Programmiersprachen Folgendes passiert. Wenn ich den minimalen Wert, einen negativen Wert, aus einem Wertebereich nehme und den mal minus 1 rechne, dann habe ich einen Überlauf auf der Plusseite und komme wieder auf den nächsten negativen Wert. Genau genommen könnte eine Programmiersprache auch sagen, wenn der Fall auftritt, dann ist es undefiniert, dann gibt es eine Exception. Ja, weil das ist selten so, dass man das will, wenn man einen negativen Wert multipliziert mit minus 1, dass man dann wieder auf einen negativen Wert kommt. Gut, das sorgt dafür letztlich, da kann man ein bisschen drüber nachdenken, dass diese While-Schleife, dass die Bedingung darin immer erfüllt ist, ein Wert ist immer entweder kleiner 0 oder größer als Min-Value. Ja, und damit bleiben wir sozusagen für immer in der Schleife, auch wenn wir den Wert vielleicht verändern. Gut, und der letzte Testfall, das ist tatsächlich was Konstruiertes, das habe ich da eingebaut. Das ist der Fall, dass man eben an der Stelle nicht größer b, sondern größer gleich b nehmen muss. Dann, wenn ich genau den Wert habe, dann möchte ich den eben noch einmal abziehen und dann auf den Wert 0 kommen. Und das haben wir gesehen in dem Testfall, wo wir eben 1 als Wert bekommen haben statt 0. So, also Testfall 3, Testfall 7, hätte auch durchaus was sein können, was wir vielleicht schon gesehen hätten beim Whitebox-Testing. Allerdings ist der Testfall 6 was Typisches, was wir eben durch Grenzwertanalyse rauskriegen, dass wir eben rauskriegen, was passiert eigentlich mit den größten und kleinsten Werten aus einem Wertebereich. Jetzt könnte mich fragen, okay, wie beheben wir das jetzt alles? Ne? Ich könnte jetzt sagen, okay, wir schreiben da m größer gleich b rein und wir schreiben da, fangen irgendwie diesen Fall mit dem Integer Min Value ab und schreiben da noch ein Throws rein. Aber tatsächlich können wir es auch viel einfacher implementieren. Ja? Also wir könnten es auch so implementieren. Natürlich hätten wir das auch von vornherein irgendwie versuchen können, einfacher zu machen. Aber dann wäre das Blackbox-Testen genauso möglich gewesen, wie wir das jetzt gemacht haben. Aber das Whitebox-Testen wäre natürlich nur auf zwei Testfälle wahrscheinlich gekommen durch diesen Fragezeichen-Operator. Wir können jetzt auf diese neue Implementierung unsere Testfälle loslassen, unsere 7 Testfälle, und wir werden rauskriegen, okay, die werden alle erfüllt. Ja, also das ist eine Möglichkeit, wie ich das erreichen kann. Ich kann den Modulo-Operator von der Programmiersprache nehmen und fange einfach diese negativen Fälle ab. Wenn es negativ ist, rechne ich einfach nochmal b drauf. Gut, das dazu, aber ich denke, es war trotzdem ganz illustrativ als Beispiel. Und jetzt vielleicht noch ein paar Hinweise darauf, wenn ich jetzt einen positiven Testfall habe. Ne? Also ein Testfall schlägt an und sagt, hier, Ergebnis war nicht erwartetes Ergebnis. Dann war das ein bisschen biased, was ihr jetzt in dem Beispiel gesehen habt, weil in jedem dieser drei Fälle war es ein tatsächlicher Fehler in meinem Source Code. Tatsächlich kann es aber auch sein, dass ich einen Fehler mit einem Testfall mache. Ja, ich kann mich auch einfach vertun mit den Eingaben und dem erwarteten Ergebnis und die passen irgendwie gar nicht zusammen. Es kann auch sein, dass ich irgendwo, ne, ich nutz die Modular-Operation von Java und die hat vielleicht den Fehler. Ja, dann habe ich eine Bibliothek benutzt und darin steckt der Fehler. Es muss noch nicht heißen, dass ich wirklich einen Fehler habe in meinem Code. Es kann auch sein, dass ich einfach ein Problem habe mit dem Compiler. Der Compiler ist ein Stück Software, der bekommt als Eingabe Quelltexte, als Ausgabe produzierte Binärdateien, die ausgeführt werden können. Und auch der kann Fehler haben. Und das ist tatsächlich, also Fehler im Compiler ist was, wo man oft sehr lange sucht. Und ein Linux-Entwickler von Red Hat, der hat mal berichtet, dass er durchaus 2 oder 3 Tage an einem Fehler gesucht hat, der durch einen bestimmten Compiler, durch ein bestimmtes Flag von einem Compiler nur hervorgerufen werden konnte. Und das ist durchaus nicht das, wo man als erstes dran denkt. Allerdings natürlich auch nicht das, was am wahrscheinlichsten ist. Ne? Aber es kann passieren. Wir können auch einen Fehler im Betriebssystem haben, dass das irgendwie falsch umgeht, auch mit Wertebereichen oder Ähnlichem oder irgendeinem Treiber. Natürlich jetzt nicht in unserem kleinen Beispiel, sondern generell. Es kann auch einen Fehler in der Hardware geben. Da gibt es zwei verschiedene Sachen, die da auftreten können. Es kann natürlich die Hardware einfach kaputt sein. Ja? Also als SSDs eingeführt wurden, da hat man noch sehr häufig
Fehler dadurch gehabt, dass eben die SSDs nicht stabil genug waren, dass da Segmente ausgefallen sind. Das hatten wir vor mehr als 10 Jahren noch. Jetzt haben wir das inzwischen eigentlich seltener. Kann aber passieren. Es kann aber auch sein, dass die Hardware selbst schon einen Fehler drin hat. Ja? Es gibt den Pentium-Bug, wo Gleitkommazahlberechnungen prinzipiell falsch waren. Ja? Und sowas kann eben auch passieren und kann eben auch dazu führen, dass ein Testfall falsch ist. Gut, und andere praktische Probleme: Das Programm hält entweder nicht an, das hatten wir eben schon mit den Timeouts, oder aber es gibt nicht genügend Speicher. Dass einfach der Speicher nicht ausreicht, bei Java wäre das eben Out-of-Memory-Error. Gut, aber das können auch viele weitere Gründe sein, und was Exotischeres wäre jetzt, wir haben einen Bitflip wegen einem Sonnenwind, der gerade auf unsere Erde einstrahlt oder ähnliches. Das ist möglich, allerdings ist es hinreichend unwahrscheinlich. Ja? Also da rechnet man eben mit Wahrscheinlichkeiten, und wenn man eben Error-Correcting Codes und ähnliches verwendet, was heute viel benutzt wird, dann führt es eben dazu, dass man solches schon relativ gut erkennen kann. Aber nichtsdestotrotz, es bleibt im Bereich des Möglichen, und es gibt, diese Liste ist durchaus nicht vollständig. Und für euch aber wichtig: Wenn ich beim Testen bin und mir ziemlich sicher bin, dass der Quelltext selbst richtig ist, dann muss ich auch anfangen, die Umgebung abzusuchen und zu suchen, woran könnte es noch liegen. Gut, ich möchte abschließen die Vorlesung noch mit einem Zitat von Brian Cunningham. 1978 hat er Folgendes gesagt: Brian Cunningham ist bekannt für Bücher über C und über Go, also Experte für Programmiersprachen. Everyone knows that debugging is twice as hard as writing a program in the first place. So if you're as clever as you can be when you write it, how will you ever debug it? Und ich finde, das Statement bringt es eben so ganz gut auf den Punkt. Natürlich haben wir jetzt uns gar nicht so sehr um Debugging gekümmert in dieser Vorlesung, sonst ging eher um Testen. Aber wenn wir versuchen, möglichst clever zu sein, wenn wir Quelltext schreiben, dann werden wir auch Probleme haben, einen Whitebox-Test dafür zu machen. Und später werden wir den nicht nachvollziehen können, warum jetzt in irgendeinem Fall noch irgendwas passiert. Das heißt, wir müssen Quelltext so einfach verständlich wie möglich schreiben, und es gibt sicherlich manchmal die Notwendigkeit, dass man aus Performancegründen hier oder da mal irgendwelche Tweaks einbaut, was dann zu unverständlichem Code führt. Allerdings muss das der seltene Fall bleiben. Eigentlich versuchen wir eben, Code so einfach verständlich wie möglich zu schreiben. Lessons learned. Was haben wir uns angesehen? Blackbox-Testing. Wir haben uns zwei verschiedene Verfahren angesehen, nämlich das Äquivalenzklassentesten und die Grenzwertanalyse. Und wir haben eben auch gesehen, also selbst das systematische Testen, was wir jetzt beim Whitebox-Testing zum Beispiel benutzt haben, kann nicht sicherstellen, dass wir alle Fehler finden. Und auch bei meinem Beispiel kann es nicht sicher sein, dass wir jetzt mit den drei Fehlern alles gefunden haben. Es kann einfach noch mehr Fehler geben. Das wissen wir nicht. Und ja, also wenn jemand von euch tatsächlich noch was findet, dann wäre das auch ein interessanter Indiz dafür, weil der auch wieder zeigen würde, auch das Blackbox-Testing sagt nicht, dass wir alle Fehler finden, sondern wir testen bestimmte Eingaben, wir haben Wahrscheinlichkeiten, die uns dazu führen, die Äquivalenzklassen zum Beispiel, wo wir sagen, mit hoher Wahrscheinlichkeit führt uns das zu den gleichen Fehlern, egal welchen Wert wir davon testen, aber es sind Wahrscheinlichkeiten, und wir können trotzdem noch Fehler übersehen. Auch das wieder nachzulesen bei Ludewig und Lichter. Die praktische Aufgabe, die ich euch vorschlage, ist relativ ähnlich zu dem, was ihr eben schon für die Whitebox-Tests gemacht habt. Wenn die Subtraktion eben in dem Calculator jetzt schon drin ist, könnt ihr jetzt dafür einfach noch die Blackbox-Tests erweitern. Und ihr könnt allerdings auch überlegen, ob ihr vielleicht eine andere Operation schreibt, die Division oder ähnliches mit reinbringt oder das Modulo mit reinbringt in unseren Taschenrechner. Da könnt ihr einfach flexibel sein, worauf ihr Lust habt. Vermutlich ist es aber sinnvoll, sich vorher anzugucken. Ich werde vorher auch in JUnit nochmal die Blackbox-Tests vorstellen und zeigen, wie wir da vorgehen können beim Taschenrechner. Dann habt ihr auch nochmal ein zweites Beispiel, und ihr seht, wie das in der Praxis jetzt aussieht und wie man damit umgehen kann. Zum Beispiel ein wichtiger Punkt: Wie geht man eigentlich damit um, wenn jetzt so ein Test bekanntermaßen so ein Timeout bringt, so eine Endlosschleife hat? Ja, kommentiere ich den dann aus oder nicht? Eine von vielen Sachen, die ihr da jetzt praktisch dann euch noch angucken könnt.
Gut, damit sind wir durch mit der Vorlesung. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und wünsche viel Spaß bei dem Tutorial zu JUnit.